Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Oftmals verblenden uns unsere Denkmuster, weil sie falsch sind. Der hat mich nicht gegrüßt, also rede ich nicht mehr mit ihm. Die Frage ist, hast du noch nie jemand verletzt? Lass dich vom Verhalten deiner Gegner nicht beeinflussen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Verletzungen, das ist ein allgegenwärtiges Thema. Das macht uns in allen Lebensabschnitten zu schaffen. Ob wir jung sind, ob wir Mittelalter sind, ob wir älter sind schon. In allen Lebenslagen haben wir mit diesen Dingen zu tun. Und drastisch gesagt, wenn wir unsere Verletzungen nicht unter unsere Füße bekommen, bleibt unser Leben ein Scherbenhaufen. Der hat mich verletzt und ich verletze wieder. Entweder mit meinen Reaktionen, wenn ich mich zurückziehe, und das ist wie ein Ping-Pong-Spiel, hin und her, hin und zurück, und keiner gibt nach. Wir verwenden unsere Kraft und Gedanken, wie können wir zurückschlagen, was der mir angetan hat. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, ist die Frage, wo liegt unser Fokus? Ist der Fokus auf uns selber oder ist der Fokus auf Jesus gerichtet? Verletzungen sind ein Verwirrspiel unseres Seelenlebens, die kleinen Reibereien unseres Alltags. Der hat mich nicht gegrüßt, also rede ich nicht mehr mit ihm. Jemand sagt irgendetwas, ich fühle mich betroffen, obwohl ich gar nicht gemeint bin. Fatal. Und immer ist der andere schuld. Wir müssen eine andere Brille aufsetzen, um den richtigen Fokus zu bekommen. Hast du schon einmal jemand sagen hören, ich habe diesen Menschen so verletzt, das war nicht richtig? Aber wie oft haben wir schon gehört, der hat mich verletzt. Der hat dies und jenes gesagt oder dies und jenes getan. Wir sind empört, wenn andere uns verletzen. Keiner will Täter sein. Die Frage ist, hast du noch nie jemand verletzt? Jesaja 58, Vers 9 und 10. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, und wenn du den Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Es ist interessant, wenn wir diese Auswirkungen lesen von Finger ausstrecken und bösem Reden. Und hier haben wir das Wörtchen wenn. Gottes Hilfe ist gebunden an Voraussetzungen. Auch sollen wir gebeugte Seelen sättigen, das heißt menschenfreundlich gegenübertreten mit Trost und Ermutigung. Und wenn wir das beherzigen, wird unser eigenes Dunkel in Licht verwandelt. Wir selber werden dadurch verändert. Unsere eigene Situation, wenn wir das Negative aus unserem Leben ausräumen. Wir erzählen immer nur unsere Seite der Geschichte. Der Drang ist in uns Menschen, immer gut dazustehen.
Wir beanspruchen für uns immer Gnade und für den anderen Gericht. Der hat ja dies und jenes gesagt oder dies und jenes getan. Und wir finden immer eine Entschuldigung für unsere Unzulänglichkeiten. Sind wir schlecht gelaunt, heißt es, ich bin halt so. Sind wir aufbrausend, heißt es, das ist mein Temperament. Ist der andere aufbrausend, heißt es, der hat seine Emotionen nicht im Griff. Immer sind die anderen schuld. Wir bieten uns an, etwas zu tun und beklagen uns nachher, dass keiner hilft. Wir ziehen uns zurück und beklagen uns, dass sich keiner um uns kümmert. So passiert Zerstörung von Beziehungen. Überall, in Familien, in Gemeinde und am Arbeitsplatz. Wir stellen Ansprüche an andere, die wir selbst nie erfüllen würden. Es ist Zeit, dass wir erkennen, dass jeder von uns den richtigen Fokus braucht, um dem ein Ende zu machen. Wir können diesen verletzenden Dingen nicht unser ganzes Leben lang aus dem Weg gehen. Das schaffen wir nicht, solange wir es mit Menschen zu tun haben. Solange diese Welt besteht und es Menschen gibt, wird es so sein. Die Fragen sind, wo gehen wir damit hin? Wie schützen wir unser Herz davor? Und wie verhalten wir uns? Was machst du mit dem Weh in deiner Seele? Mit den Bollwerken des Schmerzes, die dein Leben zu einem Scherbenhaufen machen? Es gibt nur eine Lösung, bei der man das alles loswerden kann. Den Fokus weg vom Schmerz, weg von der Situation, weg von den Menschen, die beteiligt sind. Den Fokus auf den, der den Schmerz besiegt hat. Auf den, der Vergebung schenkt. Auf den, der wiederherstellt, was kaputt ist, auch in deinem Leben. Richte dein Vertrauen auf Jesus. Lass dich vom Verhalten deiner Gegner nicht beeinflussen. Wir hier in Karlsruhe beten für Menschen, die in Not sind. Und oft sind es Menschen, die viele Verletzungen erlitten haben. Und zwei Beispiele habe ich ausgesucht. Folgende Post erreichte uns aus Bayern. Bereits vor einiger Zeit hatte ich sie gebeten, mich in ihre Gebete einzuschließen, da zu dieser Zeit meine Ehe kurz vor dem Aus stand. Das hat sich bis heute total verändert. Wir sind wieder ein harmonisches Ehepaar und haben alles geklärt. Darüber bin ich unendlich dankbar und möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. In einer Ehe, die kurz vor dem Aus steht, sind mit Sicherheit sehr viele Verletzungen. Und wir sehen hier, dass es eine Wendung gibt, wenn wir den Fokus richtig ausrichten auf Jesus hin, weil er alles zurechtrückt, wenn wir loslassen. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau: Ich danke euch für das Gebet für meine Urenkelin. Das Mobbing hat sich vom Hass in Liebe verwandelt. Gott ist Liebe, er hat geantwortet. Ist das nicht wunderbar, wenn man das erleben darf? Eine Wende von Hass in Liebe. Wenn wir auf Jesus schauen, verwandelt er unsere Verletzungen in Freude. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht: Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Du bist ihm nicht egal und er sieht deinen Schmerz. Er sieht die Sorgen, die auf dir lasten.
Verletzt zu sein ist keine neue Erfindung. Und wir finden das schon bei Adam und Eva im Garten Eden. Jeder beschuldigte jeden. Die Frau war's, die Schlange war's. Und seitdem schlägt sich die Menschheit damit herum. Nicht alle, von denen wir lesen, sind gut damit umgegangen. Im 1. Samuel Kapitel 1 lesen wir die Geschichte von Hannah. Hannah war die Frau von Elkanah. Elkanah hatte zwei Frauen. Die andere Frau hieß Peninna. Und Hannah musste mit ihr unter einem Dach wohnen. Und das war nicht ganz einfach für sie. Hannah hatte keine Kinder und das war zur damaligen Zeit sehr schlimm. Peninna nahm Hannas Unfruchtbarkeit zum Anlass, sich über sie lustig zu machen. Peninna stichelte unablässig gegen Hannah und kränkte sie laufend und sie war sehr verletzt. Vers 6. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Sie wurde immer wieder gedemütigt wegen dieser Sache. Und könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für sie war? Und so geschah es Jahr für Jahr, heißt es im Vers 7. Und viele Jahre hat Hannah mit dieser Situation gelebt. Peninna hatte Söhne und Töchter und das deutet auf viele Jahre hin. Es gab kein Entrinnen. Sie musste damit leben und mit ihr unter einem Dach wohnen. Und dann kam wieder dieser schreckliche Tag, wo die ganze Familie jedes Jahr nach Silo ging, um dem Herrn zu opfern. Vers 4. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Vers 7 und 8. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, gemeint ist Peninna. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? In dieser Situation steckte Hannah. Es brachte sie an den Rand der Verzweiflung. Es hat ihr so zugesetzt, dass sie nicht mehr essen konnte. Sie war körperlich angegriffen und sie war verbittert in ihrem Herzen. Es war eine Situation, wo kein Ende abzusehen war. Und sie fragte sich sicher, muss ich mein ganzes Leben so zubringen? Vielleicht steckst auch du in solch einer aussichtslosen Situation, wo du so verletzt bist, dass es dir an die Gesundheit geht. Magen, Darm, Depressionen. Du denkst, dein ganzes Leben ist verpfuscht. Kein Ausweg. Es hört nie auf. Kein Trost von Menschen hilft dir, weil in deinem Herzen Bitterkeit und Leere sind. Hannah fasste einen Entschluss. Das war der beste Entschluss ihres Lebens. Sie gab ihrem Leben eine Wende, weil sie den Fokus veränderte. Sie schaute nicht mehr auf ihre Verletzungen und auf ihre Situation, sondern sie kam mit ihrer ganzen Last, Bitterkeit und Traurigkeit vor den Herrn. Sie weinte, während sie betete, doch sie wusste, dass sie vor ihm ihr ganzes Herz ausschütten durfte und dass er sie verstehen würde. Sie betete aus tiefster Seele. Sie sagte Gott ihre ganze Not,
ihre Schmerzen, ihre Umstände. Und das hatte sie bestimmt auch schon oft getan. Doch diesmal war ihr Augenmerk auf Gott gerichtet und nicht auf die Umstände. Die Änderung ihrer Blickrichtung hat den Segen in Bewegung gesetzt. Es war nun nicht mehr der Fokus auf Peninna die Böse. Was hat sie mir alles angetan? Wie schlimm? Sondern Gott ist derjenige, der mich rechtfertigt. Gott ist derjenige, der verändert. Gott ist derjenige, der heilt. Hanna hatte Gottes Frieden empfangen. In Vers 18 lesen wir, sie ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Die Begegnung mit Gott hat ihr Gesicht verändert, unabhängig von der Situation, in der sie war. Die Situation war noch immer dieselbe, aber Hanna war nicht mehr dieselbe. Sie hat die Initiative ergriffen, über ihre Situation zu herrschen, indem sie Gottes Hilfe vertraute. Und man wird es auch dir ansehen, wenn du beim Herrn warst. Bitterkeit verschwindet und der Friede zieht ein. Auch dein Gesichtsausdruck verändert sich. Hannas Herz hatte Ruhe gefunden, unabhängig von der Antwort Gottes. Und wenn wir unsere Lasten Gott abgeben, finden wir Ruhe in unseren Herzen. Ihre Situation hatte sich noch nicht verändert, aber ihre Einstellung dazu hatte sich verändert. Ihre Blickrichtung, ihr Fokus. Nicht mehr Peninna, sondern Gott. Nicht mehr Bitterkeit und Schuldzuweisung, sondern Hinwendung und Vertrauen zu Gott. Den anderen loslassen und schauen, wie werde ich meine Verletzungen los? Gnade für den anderen und Gnade heißt Vergebung. Der Blick auf das, was ich dazu beigetragen habe an der ganzen Sache. Und es gibt auch Beispiele in der Bibel, an die wir uns nicht halten sollten. Und eines davon ist die Begebenheit von König Saul. Sein Leben verlief ganz anders. David hatte sehr unter seinen Anschuldigungen gelitten. Seine Eifersucht verblendet ihn und er denkt, dass alle gegen ihn sind. Oftmals verblenden uns unsere Denkmuster, weil sie falsch sind. Wir denken, dass andere denken. Eifersucht, Neid, Hass, Verbitterung und so weiter verblenden uns. Wir sehen nicht mehr klar und nur noch unsere eigenen Verletzungen. Saul vergiftet sein Umfeld und seine eigene Seele. Er unterstellt anderen Dingen, die gar nicht sind. Durch seinen Hochmut ist seine Seele verletzt, weil David beliebter ist als er. Selbst als Gott durch Samuel zu ihm redet, zeigt er keine Einsicht. Es sind immer die anderen schuld. Er widersetzte sich allem, nur um gut dazustehen. 1. Samuel 13, Vers 8 bis 12, und da sehen wir das ganz deutlich. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Saul war gar nicht berechtigt zu opfern. Das waren von Gott eingesetzte Ordnungen und nur die Priester durften opfern. Vers 10. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern. Siehe, da kam Samuel.
Und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Saul tat, als ob gar nichts wäre. Er geht zur Tagesordnung über, als ob dies das Normalste der Welt wäre, das er opfert. Vers 11. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Er beschuldigt Samuel, dass er nicht zur rechten Zeit da war. Und er hat auch gleich einen plausiblen Grund, warum er das so gemacht hat. Bestätigung bei Menschen zu suchen, ist der falsche Weg. Es zerstört unser Leben, weil wir immer besser sein müssen, immer herausragen müssen. Bestätigung, die uns Frieden und Annahme bringt, kann nur Gott geben. Saul schaffte es nicht mehr zurück. Er blieb und bleibt verbittert. Er verharrt in grundloser Eifersucht. Obwohl die Gunst Gottes auf seinem Leben lag, wir wissen das. Es ist eine traurige Geschichte, die uns zeigt, wo wir landen können, wenn wir diese Dinge nicht loslassen. Klammere dich nicht an deine Verletzungen, sondern lass sie los. Wende deinen Blick auf das, was Gott sagt. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen oder streiten, ihr aber werdet still sein. Dieses Wort ist so kraftvoll und alle Zeit gültig. Er wird für uns streiten und wir können ganz getrost ruhig sein. Vergeude deine Zeit und Kraft nicht mit Schuldzuweisungen und Anklagen, sondern lass Gott für dich streiten. Lass deine Verletzungen los und bring sie ans Kreuz. Dort werden sie eingetauscht in Frieden, Geborgenheit und Annahme. Sei nicht mehr Sklave deiner Situation, sondern herrsche über sie. Triff eine Entscheidung wie Hannah. Entschließe dich, Nein zu sagen für Verletzungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben, Nein zu sagen gegenüber Verletzungen. Lass sie nicht mehr in dein Leben hinein, sondern leite sie gleich weiter zum Kreuz. Und das ist ein Geheimnis. Wenn wir Verletzungen gar nicht in unser Leben hineinlassen, sondern sie gleich weiterleiten zu Jesus ans Kreuz, dass wir diese Last gar nicht tragen müssen und dass diese Verletzungen nicht in unser Herz und unsere Seele hineinkommen. Ändere deine Einstellung, deinen Fokus. Lass dich nicht mehr verletzen. Triff heute eine Entscheidung, das loszulassen, was an Verletzungen in deinem Herzen ist. Loszulassen und den Blick auf Jesus zu richten. Nicht auf deine Vorkommnisse, auf Personen oder Situationen, sondern den Fokus auf Jesus. Weg von deinen Verletzungen. Und lass keine neuen Verletzungen in dein Leben hinein. Triff heute eine Entscheidung. Amen.